Hallo liebe Mitglieder, wir machen euch heute mal ein Video zum Thema Atemhilfsmuskulatur. Warum? Momentan ist es ja so, die Tage sind dunkel und grau, es ist ständig regnerisch und nass und alles drückt immer auf die Mentalität und auch unsere Situation mit dem Coronavirus. Das heißt, wir können uns nicht so frei bewegen wie sonst, wir können die Leute treffen, die wir sonst gerne treffen würden, auch Freizeitaktivitäten. Alles fällt flach und wie gesagt, das drückt einfach ordentlich in die Mentalität. Man sagt gerade tagsüber immer weiter in sich zusammen. Und wenn man das ein bisschen spirituell ausdrücken will, dann ist es quasi der Geist, der immer wieder auf den Körper drückt. Das heißt, auch selbst ich hier auf der Arbeit ertappe mich immer wieder, wie ich dann immer so sitze oder mich zusammenrutsche. Das Problem, was sich daraus dann natürlich irgendwann ergibt, ist, man atmet nicht mehr richtig tief ein. Man sitzt dann da immer und atmet relativ flach, wodurch das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wird. Das macht wiederum Mühe. Ist ein Teufelskreislauf. Deswegen Atemhilfsmuskulatur. Was ist das Ganze? Diese Muskulatur sorgt im Grunde genommen dafür, dass während der Kontraktion, das heißt der Muskel zieht sich zusammen, und der Relaxion, das heißt der Muskel entspannt sich wieder, das Volumen des Brustkorbes verändert wird. Zu der Atemhilfsmuskulatur, wenn man einatmet, das Ganze wird Inspiration genannt, arbeiten wie bei allen möglichen Dingen im Körper auch, sehr viele Muskeln miteinander zusammen. Es ist eigentlich nie nur ein isolierter Prozess, sondern immer die Arbeit von vielen Muskelgruppen zusammen. In diesem Fall, wir werden euch heute auch drei verschiedene Übungen dazu zeigen. Wir fangen an mit dem Halsbereich. Da habt ihr zum Beispiel an der Seite einen sehr starken Muskel, Sternomastocalvileus, und die drei kleinen Scaleni-Muskeln. Dann geht es weiter Richtung Brustmuskulatur, da habt ihr einmal den großen, den Pectoralis Major und den kleinen, den Minor. Und letzten Endes diese kleinen, das hatte ich letztes Mal zum Beispiel in einem Schultervideo nochmal erklärt, diese Sägezahnmuskeln, die über den Brustkorb laufen und wir das Ganze wieder ein bisschen lösen können. Denn alle, die bei uns zum Beispiel das Five-Konzept machen, wissen, wenn ein Problem mit einer Muskelkette vorliegt, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Dafür würde ich jetzt mal meinen Kollegen, den Andreas, ins Bild bitten, mich ein bisschen zu unterstützen. Andreas, ja, das ist lieb. So, wie gesagt, wir fangen relativ simpel an. Heißt, wir wollen die Nackenmuskulatur ein bisschen aufdehnen. Dazu ist es wichtig, ihr müsst ein Gewicht nehmen, was quasi unangenehm schwer ist, ich vermute zumindest. Wir haben jetzt hier mal was, das wäre zumindest für Andreas. Ich sag mal optimal 14 Kilo. Hat natürlich nicht jeder zu Hause rumstehen. Nehmt dafür ruhig, was weiß ich, eine Kiste Wasser oder einen schweren Wasserträger, was auch immer ihr da habt. Andreas, schmeckt ihr das hier mal? So, nun ist es wichtig, dass Andreas sich aufrichtet. Das heißt, der Brustkorb bewegt sich nach oben, die Schulter geht nach hinten, unten. Das Gewicht muss nun, und deshalb muss es sehr schwer sein, in der Lage sein, die Schulter und eben auch die erste Rippe runterzuziehen. So, und jetzt bringt ihr mal den Kopf zur rechten Seite rüber, mit der rechten Hand einmal drüber greifen, genau. Jetzt könnt ihr natürlich aus dieser Position ein bisschen Druck ausüben, eben genau diese Muskulatur hier wieder ein bisschen auf Länge zu bringen. In dem Fall mit der rechten Hand mit Gefühl nachhelfen, das heißt, da die irgendwie dran reißen oder so, gibt den ganzen Zeit. Den Kopf bitte einmal kurz lösen, Andreas. Eine gute Möglichkeit ist es auch noch, wenn ihr zum Beispiel nach unten in eure rechte Tasche schaut. Und jetzt noch das mit einmal. Genau, das gleiche Prinzip. So könnt ihr zum Beispiel den Zug ein bisschen weiter hinten in den Nacken verlagern. Probiert es ein bisschen aus, wo das Problem liegt. Das ist eine wunderbare Hilfe. 20 bis 30 Sekunden halten und wie gesagt, den ganzen Zeit geben. Das heißt nicht auf die Uhr schauen, die ganze Zeit, oh, 20 Sekunden sind um, sofort aufhören. Immer weiter dran arbeiten. Das natürlich 2 bis 3 Mal pro Seite. Ihr werdet dann feststellen, wo sind die Probleme. Und angehen. Gut, soviel dazu. Genau, bitte einfach nicht absetzen. Hierzu nochmal eine Kleinigkeit. Diese kleinen Scaleni-Muskeln, von denen ich eben erzählt habe, die bilden zum Beispiel eine sogenannte Scaleni-Lücke, dadurch läuft ein Nervengeflecht. Ist diese Lücke eben zu eng, weil man sich in dieser Position befindet, fangen dann gerne mal die Finger an zu kribbeln, weil das Ganze dieses Nervengeflecht quasi abdrückt, wenn man so will. Und gerade durch solche Methoden lösen wir das Ganze wieder. So, wir bewegen uns jetzt ein bisschen mehr Richtung Pectoralis. Dafür ist es eine schöne Sache, wenn ihr einen Ball zu Hause habt. So was Weiches wie ein Kissen ist natürlich auch super. Auf gar keinen Fall größer als so ein Ball. Kein Fußball oder sowas in der Art.
Das wäre wieder kontraproduktiv. Dann wäre es den bitte einmal fest gegen die Wand drücken. Wir fangen erstmal so in ca. 45 Grad Winkel an, ein kleines bisschen weiter höher. Genau. Drehe dich noch mal ein bisschen weiter zur Wand. Und richtig schön raus. So, Arm bleibt gestreckt. Ihr übt Festdruck gegen die Wand aus. Circa 10 Sekunden. So fest ihr könnt. Aus der Brust arbeiten. 10 Sekunden kräftig halten. Dabei langsam lösen und jetzt noch einen Ticken weiter reinlegen. Wenn dieser Phase keinen Druck ausüben, das heißt, ihr drückt erst 10 Sekunden lang fest und dann 10 Sekunden einfach noch weiter reindrehen. Hold and release mit dieser Methode. Diese wunderbare Sache, immer gerne im Wechsel. 10 Sekunden links, 10 Sekunden weiter reindrehen, dann das Ganze auf der anderen Seite wiederholen. Ja, da ist Druck drauf. Jedes Mal, wenn ihr diese 10 Sekunden Druck ausgeübt habt, werdet ihr feststellen, dass ihr euch da noch immer noch wieder ein kleines bisschen weiter reindrehen könnt. Das heißt, ihr kriegt den Muskel immer noch wieder ein Stück weiter aufgedehnt. Das habe ich zum Beispiel im Brustvideo ähnlich gemacht, dass wir auch mit verschiedenen Winkeln arbeiten. Das heißt, wir fangen relativ hoch an, gehen dann meistens ein bisschen runter auf 90 Grad. Dafür haben wir jetzt allerdings noch eine andere Methode. Dann nehme ich die einfach ab. Dann bitte einmal diese Variante zeigen. So. Hier müsst ihr jetzt gar nicht irgendwelche Art von Druck ausüben. Andreas kann sich jetzt wunderbar hier richtig schön weit reinregeln. Auch man muss so weit rum wie möglich. Gerade bei der Methode, mir zumindest geht es so, ihr habt jeweils noch einen ziemlich starken Zug im Bizeps spüren. Also dadurch, dass die Hand so schön nach hinten abgeklappt ist. Ganz simpel, 30 Sekunden dehnen und immer wieder versuchen, sich ein bisschen nachzukorrigieren. Das heißt, der Muskel geht ja irgendwann nach. Der wird wieder frei, das heißt, jetzt entsteht diese positive Spannung. Andreas ist dann in dem Fall in der Lage, dann im Laufe dieser 30 Sekunden sich immer wieder ein kleines Stück weiter reinzudrehen. Selbstverständlich pro Seite immer zwei Sätze in diesem Fall. Wenn ihr drei macht, umso mehr, umso besser. Also lösen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Dann kommen wir jetzt nochmal zu diesem Geflecht an der Seite, diesen Sägezahnmuskeln heißt das, Serratus. Der hat zum Beispiel, gerade auch im Kraftsport, die Aufgabe, den Arm ranzuführen. Wie man den kräftigt, hatte ich das war das letzte Schultervideo nochmal erklärt, den Boden. Wir wollen ihn heute einfach mal ein bisschen aufdehnen, ein bisschen lösen noch wieder. Andreas, den bitte einmal nach hinten, genau. Und einmal zur Wand drehen. Genau. Andreas ist jetzt in der Lage, mit der linken Hand seine rechte Hand nach hinten immer weiter runter zu ziehen. Das heißt, hier in der linken Seite dehnt er sich jetzt immer weiter auseinander. Durch den Druck gegen die Wand. Und dann könnt ihr gerne mal schauen, dass er zum Beispiel irgendwann nur auf dem linken Bein steht und richtig fest, richtig viel Druck gegen die Wand aus. Und der Arm muss quasi so weit wie möglich nach hinten kommen, wir wollen die Seite richtig weit öffnen. Gerade in dieser Position, wenn es möglich ist, versucht ruhig mal eher in den Brustkorb zu atmen, auch wenn die Bauchatmung nicht gesund ist, aber wir wollen den Brustkorb so weit wie möglich auseinanderkriegen und weiten. Und dasselbe Prinzip wie sonst auch immer, 20 Sekunden halten, zwei Sätze pro Seite. Sehr gut. Gerade das ist immer eine wunderbare Möglichkeit, ein bisschen mehr Kontrolle reinzubringen, dadurch, dass ihr den Stab habt. Und durch den Druck gegen die Wand schafft ihr so eine Art Sicherheitsspannung. Das heißt, ihr habt nicht das Gefühl, ihr geht da locker in die Hose rein und dehnt einfach nur irgendwie ein bisschen etwas passiv auf, sondern es ist quasi wirklich Mobilisationstraining. Gut, Andreas, ich danke dir. Den kannst du mir geben. Jo. So, viel dazu. Gut. Nächste Woche vertiefen wir das dahingehend nochmal ein bisschen mehr, dass ich ein paar Trägermethoden zeige. Das heißt, wie wir quasi Faszien auch manuell ein bisschen lösen und bearbeiten können, wie wir das zum Beispiel auch schon im Knie- und im Schultervideo gehandhabt haben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen habt, immer Bescheid sagen. Euer André.